Servus Leute, heute möchte ich euch was ganz Besonderes vorstellen. Ich habe mich ein bisschen hingesetzt und habe einen Molasse-Kostenrechner gemacht, habe mir ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht ist es noch nicht ganz ausgeklügelt, aber die Hauptfunktion besteht jetzt mittlerweile. Wenn sich nochmal was ändert, wird es natürlich ergänzt. Und hier haben wir den, der ist auf meiner Webseite. Ich hau euch den Link in die Beschreibung. Ihr könnt ihn vielleicht auch so schon rauslesen, aber sicher ist sicher. Ihr gebt hier eure Menge ein, die ihr am Ende haben wollt. Wir gehen jetzt mal von den 400 Gramm aus. So, jetzt gebt ihr ein, wie viel Aroma ihr gekauft habt, zu welchem Preis. So, wir haben 10 Milliliter für 2 Euro gekauft und geben hier unsere Dosiermenge an, die auf der Dose drauf steht. Sagen wir jetzt wieder die 15%. Und jetzt geben wir hier an, welche Tabakmischung wir haben wollen. Also wollen wir den ein bisschen feuchter haben. Ich zeige es euch einfach mal so. Das heißt, das ist der Standardwert, den ich benutze. Feuchte Mischung, weil ich es eben nicht so trocken haben will. Normale Mischung, trockene Mischung. Ihr seht, die Prozentzahlen hier steigen, weil wenn ihr eben mehr Tabak benutzt und weniger wenn ihr mehr Tabak benutzt und weniger Molasse, müsst ihr natürlich mehr Geschmack dazugeben, damit das Verhältnis wieder stimmt. Wie ihr hier gut sehen könnt. Das heißt, auch wenn ich hier jetzt verändere, ja, tun sich gleich die Daten ändern. Kaufen wir 100 Milliliter für 2 Euro. Sehen wir hier auch, dass sich die ja, Prozentzahlen bleiben gleich, aber die Kosten fürs Aroma ändern sich natürlich krass. Wenn ich jetzt nur noch 1 Euro oder 5 Euro, das funktioniert dann relativ schnell. So, dann gehen wir. Ihr könnt es jetzt als ja nur als Aromarechner benutzen. Hier unten haben wir dann die Glycerinmenge. Wieder dasselbe Aufbau. Ihr gebt ein, ich habe 1 Liter für 8 Euro gekauft. Das ist eine angezeigte Menge, die könnt ihr nicht ändern. Nur, dass ihr da nicht dran rumspielt, das habe ich so eingefügt. Am Ende kommt ihr aus. Den Angaben aus der Dosierangabe von Aroma und aus der Dosierangabe für Süßungsmittel, sagen wir jetzt mal 5%, kommt ihr hier auf die Dosiermenge vom Glycerin. Das rechnet sich automatisch um. Hier ist eben wieder dieselbe Geschichte. Ich habe 1 Kilo für 10 Euro gekauft und benutze eine Dosiermenge von 5%. Damit kostet mich die ganze Sache 20 Cent. Und am Ende kommen wir dann zu, habe ich hier übertragen, nochmal von ganz oben. Was habe ich oben überhaupt eingegeben? Wie viel Menge möchte ich produzieren? 400 Gramm. Die kosten mich addiert von allen Zutaten 6,27 Euro. Wenn wir es jetzt so gemacht haben, wie ich es eingetippt habe. Dafür benötige ich 72,28 Gramm Aroma, 307,72 Gramm Glycerin und 20 Gramm Süßungsmittel. So, und damit hat sich die Sache eigentlich schon erübrigt. Ihr habt alle Daten hier. Ihr gebt oben nur ein, was ihr haben wollt. Ihr könnt natürlich auch die Preisangaben, wenn ihr darauf keine Lust habt, auch rauslassen, dass ihr einfach nur am Ende eure Dosiermengen hier zusammen habt. Das könnt ihr natürlich auch so handeln, wenn ihr wollt. So habt ihr eben die gesamte Kalkulation. Wisst, ja, das kostet mich jetzt 20% an Süßungsmittel, 2,46 € an Glycerin und 3,61 € an Aroma, wobei natürlich die Werte relativ fiktiv sind, ne? Also ich habe jetzt einfach mal was reingetippt. Ja, deswegen, das sind eigentlich andere Preise, in kleinen Mengen eher wahrscheinlich.
sowas in die Richtung. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass ich da was aufgebaut habe und eben jetzt auch mal kurz erklärt habe, was ist das eigentlich, was bringt mir das. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal, euer Shisha Yoshi.